Es geht los. Wir fahren jetzt mit unserem Vanner in den Harz auf den Brocken. Ja, wir starten jetzt erstmal Richtung A11 auf die Autobahn und ja, suchen uns ein schönes Plätzchen. Ich habe da schon eins im Auge an einem kleinen Fluss. Mal sehen, ob das was ist für uns. Ich bin hier an der Teufelsmauer im Harz. Schaut euch mal den Sonnenuntergang an. Und hier stehen so eine ganze Reihe von diesen Felsen. Irgendwie ganz plötzlich hier in der Landschaft. Und nicht nur hier. Auch dahin, wo die Sonne ist. Jetzt kommt die Sonne nochmal richtig raus. Ist das nicht schön? Hier hat man einen richtig schönen Blick da unten. Da fährt noch ein Traktor und hier direkt diese steilen Felswände. Weiß gar nicht, ob man da auch klettern kann. Oh, mich sieht man gar nicht mehr. Seht ihr mich? Ich wollte euch eigentlich, wartet mal, ich drehe mal da um. Ich wollte euch eigentlich den Fluss hier noch zeigen. Das ist die Bode. Und die fließt hier so. Cassie, nein. Cassie soll nicht mehr ins Wasser, weil sie dann so stinkt im Auto. Ja, die Bode, die fließt hier so schön lang. Ich zeige euch gleich nochmal eine schöne Stelle. Ah ja, hier seht ihr mich wieder. Ja, genau. Wir sind hier an der Bode und hier ist nochmal so eine schöne flache Stelle, wo Cassie auch nur mit den Füßen reingehen kann. Das kann ich dann im Auto ertragen, aber wenn das ganze Fell nass ist, ist eklig. Guten Morgen! Wir haben gut geschlafen. Unser Stellplatz ist genau da und wir sind jetzt hier schon zur Bode gegangen. Bei Cassie, wo ist sie? Da? Die badet natürlich schon und will sich hier ein bisschen erfrischen. Ja, wir haben gut geschlafen heute Nacht. Es ist ein bisschen abgekühlt. Gestern waren ja 36 Grad. Und heute ist geplant, zum Brocken zu wandern. Daher habe ich meinen Stellplatz hier ausgesucht, weil genau am Brocken, ringsum in Tschirke und so weiter, da gibt es keine mobilen Daten. Das heißt, man muss, wenn man hier in den Harz kommt, immer erstmal auf die Netzabdeckung schauen. Da gibt es eine Karte im Internet. So suche ich eigentlich immer meine Stellplätze. Erst auf die Netzabdeckung schauen, wenn ich mobile Daten brauche. Und dann gucke ich bei der entsprechenden App nach einem Platz. Also diesmal war es Park for Night und habe diesen Platz dann hier gefunden. Mache ich mir erstmal einen Kaffee. Das Wasser kocht gleich. Und dann geht's weiter zum Nationalpark Harz. Ich hoffe, dass ich wenigstens etwas mobile Daten empfangen kann. Eine Badepause und dann geht es weiter Richtung Brocken. Und auf dem Weg von Tschirke zum Brocken weiß ich, dass auch ein Wasserlauf da ist. Darum denke ich,
dass es bei warmen Temperaturen überhaupt kein Problem ist, auf dem Brocken mit einem Hund zu wandern. Und dort oben ist es sicher etwas kühler als hier unten. Auf geht's zum Brocken. Ich bin jetzt hier kurz vor Blankenburg im Harz. Und jetzt fahre ich 30 Kilometer in etwa auf den Brocken. Also nicht auf den Brocken, sondern man muss von Tschirke aus noch ungefähr 7 Kilometer hochwandern. Das Gute daran ist aber, dass da dort neben ein Bachlauf ist und sich Cassie immer wieder erfrischen kann. Und darum habe ich diese Route ausgewählt. Also jetzt fahren wir erstmal nach Schirke. Und wer es kennt, da gibt es einen besonderen Kräuterschnaps, Schirker Feuerstein. Ja, los geht's. Jetzt angekommen hier am Parkplatz am Winterthur. Das ist der Startpunkt unserer Tour auf dem Brocken. Cassie ist auch mit am Start. Und der Rucksack ist gepackt. Der Parkplatz kostet 10 Euro für 24 Stunden oder jede angefangene Stunde 1 Euro. Und ja, das Einzige, was mich jetzt hier richtig, richtig stört, ist, es gibt keine mobilen Daten. Schade, Deutschland. Jedes wirklich verlassene Dorf in Afrika oder Asien hat gutes, mobiles Internet, aber Deutschland schafft es scheinbar nicht. So, jetzt machen wir eine schöne Wanderung. Jetzt zeige ich euch mal, wie wir laufen. Momentan befinden wir uns hier. Wir gehen jetzt hier bis zur Straße und dann gehen wir an der alten Bobbahn entlang. Dann gehen wir parallel zu, ich weiß nicht, wie die Bahn heißt, diese Dampflok. Und dann hier den Hexensteig hoch, bis wir wieder auf die Straße kommen und dann sind wir oben am Brocken. Und zurück gehen wir wieder diese Straße bis zum Hexensteig. Und dann gehen wir den kompletten Hexensteig nach unten. Und dann kommen wir hier wieder an der Straße hinab, bis wir hier wieder landen. Also der heißt nicht Hexensteig, das ist für mich nur der Hexensteig. Der heißt Eckerlochstieg. Der Brocken ist 1141 Meter hoch und somit der höchste Berg hier im Harz. Den Exzellenzenweg gehen wir jetzt entlang. 6 Kilometer. Schaut mal, was ich gefunden habe. Kennt ihr diese Pilze? Die heißen mondartlich Ziegenlippe. Wie der richtige Name ist, weiß ich nicht. Und sie sind essbar. So schön hier. So richtiger Märchenwald ist das. Und hier ist der Ort Schirk und hier unten, da fließt das schwarze Wasser. Und Cassie ist natürlich wie immer ganz weit vorne, weil sie das Wasser hört und natürlich dahin will. Fließt die kalte Bode unter der Jugendherberge durch.
muss erstmal was trinken. Jetzt kommt hier eine dicke, fette Wolke. Guter Rat ist teuer. Sollen wir uns jetzt hier ins Häuschen verkriechen und eine kleine Rast machen? Dann wird es wahrscheinlich gar nicht anfangen zu regnen und die Wolke hier zieht weg. Oder wenn wir weitergehen, noch 5 Kilometer zum Brocken, dann kommt der dicke, fette Regen hier an und wir werden klitschnass. Das hier ist übrigens die alte Bobbahn. Die ist 1907 gebaut worden und sie war eine der ältesten Bobbahnen hier mit 10% Durchschnittsgefälle und die durchschnittliche Geschwindigkeit betrug 70 km/h und auf der Geraden, da konnten die Schlitten sogar eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erreichen. Und hier seht ihr die Schienen, hier fährt noch eine ganz alte Dampflok entlang und stößt hier andauernd ihren Dampf aus und wir hören die ganze Zeit hier das Hupen. Jetzt kommt sie! Jetzt fängt es doch ein bisschen stärker an zu regnen. Gut, dass ich im Rucksack immer meine kleine Regenjacke dabei habe. Die könnt ihr unten auch in meinem Shop finden. Den habe ich euch unten mal verlinkt. Schaut doch einfach mal rein. Da fährt sie. Seht ihr den Qualm? Das ist der Qualm der Dampflok. Jetzt kommt wieder eine. Da den Berg hinunter. Jetzt sehe ich sie gerade nicht. Hier ist übrigens Völkerwanderung. Ich guck mal, ob ich hier ein einsames Plätzchen finde für einen Moment. So sieht's aus hier. Bis oben klettern die Leute hier hoch. Also der Weg ist wirklich eine Völkerwanderung. Und von vorne kommen natürlich jetzt auch die, die schon oben waren und wieder runterkommen. Muss man eigentlich nicht haben. Oder es gibt einen Geheimweg sozusagen. Aber der hier ist es nicht. Ja, für die Lauffaulen kann man hier natürlich auch mit der Dampflok, mit der Pferdekutsche und mit dem Fahrrad hochfahren. Ihr könnt mich verstehen.
Ja, Toilette kostet 1 Euro, ist absolut schmutzig. Viele Menschen sind hier oben. Viele davon sind auch betrunken. Mobile Daten gibt es nur hier oben und auf halber Höhe. Das ist auch kein Zufall. Vor 2 Jahren war ich auch schon mal hier. Da war dieselbe Situation. Also, ja, muss jeder selbst entscheiden, ob er das macht oder nicht. Hier oben wurde so Wegweiser eingerichtet, wo es in welche Richtung geht. Nach Braunschweig 52 Kilometer, geht es nach Hamburg, Bad Harzburg, Helgoland, Bremen, Hannover. Schaut mal, welches Panorama hier heute ist. Man kann unheimlich weit schauen. Ja, ansonsten sind hier die Gebäude. So, und jetzt gehen wir wieder runter. Wie eine Mai-Demonstration früher zum 1. Mai. Alle mit Mal. Ja, jetzt ist hier ein bisschen leerer. Jetzt kann ich euch mal den Weg zeigen, wie der beschaffen ist. Also die letzten, sagen wir mal 2 Kilometer, geht es hier einfach über Stock und Stein sozusagen. Mir fällt es nicht schwer, aber wer hier so ein bisschen Probleme hat mit dem Gleichgewicht oder so, der muss hier langsam laufen. Cassie mag es auch. Also kurz erklärt, hier wurde ein Borkenkäfer-Sicherungsstreifen abgeholzt, weil der Nationalpark will, dass der Wald, der Wirtschaftswald, der früher bewirtschaftet wurde als Nutzwald, wieder zum Wildniswald wird. Also die Borkenkäfer, die fungieren praktisch als Abrissunternehmer der alten Fichtenforste. Und nachdem die Borkenkäfer sie sozusagen tot gemacht haben, entwickeln sich langsam, aber sicher wieder Wildniswälder hier. Also wir müssen praktisch jetzt diese grauen, toten Wälder eine Weile ertragen, bis wieder neues Leben entstanden ist. Und hier wurde jetzt aber ein Sicherungsstreifen gesetzt, weil vom Borkenkäfer besiedelte Fichten wurden gefällt und abtransportiert und der Borkenkäfer konnte sich dann hier nicht weiter vermehren, weil hier sind angrenzend Wirtschaftswälder und die sollen erhalten bleiben. Und so sieht der Borkenkäfer dann hier aus. Wir sind am Parkhaus angelangt. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es Svenna geht. Und wie viel wir jetzt bezahlen müssen im Endeffekt. Sieben Euro.